Seid gegrüßt, ihr Helden. Erstmal ein fettes, liebes Danke an euch. Ihr seid so unnormal krass. Innerhalb von 4 Tagen hat meine Analyse, für die ich die Nacht dran saß, einfach mal 50.000 Views geknackt. Und was da an Leute jetzt zugekommen ist, unnormal gut. Vielen lieben Dank, das ist echt insane. Und auch unser Discord-Server hat mega Zuwachs bekommen. Aber egal, let's go. Wir fangen jetzt an. 5 Sachen, die ich nicht angesprochen hatte in der Analyse, weil sie mir wahrscheinlich aus Schlafmangel entgangen sind. Nummer 1. Die Zeichen auf der Wand von der Figur sind auch zugleich die gleichen Zeichen, wie wir sie im vorigen Ausschnitt, diesen 17-Sekunden-Trailer damals gesehen haben, als Link von vorne gezeigt wurde. Und damit wurden auch damals sämtliche Theorien, dass Link zum Beispiel ein zerstörtes Gesicht hat oder wir eigentlich Zelda spielen und man die nur von hinten gesehen hat, komplett zerstört. Ich hoffe natürlich nicht, dass meine Theorien auch zukünftig so zerstört werden. Nummer 2. Offensichtlich, aber ich hatte es ja irgendwie nicht ganz erwähnt, das neue Masterschwert hat dieselben Muster wie die Bewohner des Schattenreiches in Twilight Princess. Generell ist ja auch der gesamte Stil wirklich sehr an Twilight Princess angelehnt. Da fragt man sich natürlich, wieso das Zelda-Team noch kein Remaster oder irgendwie ein Port für die Switch bekannt gegeben hat. Weil ganz ehrlich, leugnen kann man es doch kaum, dass der Stil einfach nahezu identisch ist. Und ich meine, es gab ja auch Gerüchte, dass eben Wind Waker und Twilight Princess für die Switch existieren sollten, aber man hat ja gesehen, es wurde nichts draus, aber es hätte sich halt mega angeboten. Und an der Stelle kommen wir mal zum Sponsor des heutigen Videos, niemanden. Also gut, das ging ja fix, also kommen wir weiter zum Punkt 3. Der da lautet, viele vermuten ja hinter den Inseln einen Drachen zu sehen. Und das habe ich auch nicht ganz angesprochen, weil ich muss zugeben, ich habe es wirklich nicht gesehen. Es ist an sich nicht unwahrscheinlich, dass die Drachen da im BOTW ebenso durch die Wolkendecke brechen, wie wir es ja auch tun und dort oben rumfliegen, aber ich glaube persönlich nicht, dass es hier ein Drache ist. Weil irgendwie, wenn wir die Länge mal anschauen von der Insel und generell wie lang die Drachen sind, ist der viel zu kurz geraten, aber es lässt sich definitiv etwas Fliegendes erkennen. Denn ich bin jetzt hier wirklich mal Frame für Frame durchgegangen und man sieht, dass es sich ganz langsam nach rechts bewegt. Und so ist auch die Vermutung raus, dass das irgendein Teil von der Insel sein sollte, so wie einige es gesagt haben. Es ist scheinbar irgendwas Lebendiges. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rochen wiederkommen. So ein Rochenboss wie zum Beispiel in Minish Cap, nur, ne, dass der da rumfliegt. Rochen, die fliegen, sind nicht selten, glaub mir. Also doch, sie sind selten. Fliegende Rochen sind nicht selten. Ich lasse das drin. Fliegende Rochen sind toll. Nummer 4. Eine Höhle, die war jetzt noch sichtbar geworden und die Frage ist ja bei der Geschichte, weil sie ja in BOTW, wenn ihr zum Beispiel auch selber zu der Stelle geht, könnt ihr sehen, da ist nur eine Wand. Da stellt sich natürlich die Frage, womit wird das erklärt, dass später auf einmal Höhlen existieren? Es sieht ja nicht so aus, als wäre da generell irgendwie eigentlich ein Eingang gewesen. Das ist wirklich einfach eine Wand, die eingerissen ist und dahinter scheint eine Höhle zu sein. Aber irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden. Da muss ja irgendein Ereignis gewesen sein, dass dort ein Loch ist. Vielleicht ist es ja auch so, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt gleich über, dass dort einfach Melis ausgetreten ist, also das, was Ganon produziert, und einfach quasi durch Hyrule rausschießt. Es kann natürlich aber auch sein, dass sich einfach, wie wir gesehen haben, irgendwie die Inseln bilden und dadurch irgendwie die Steine nach oben fliegen. Was natürlich dann die Frage ist, warum aus einer seitlichen Wand ein Stein rausfliegen sollte, aber gut. Ich tippe irgendwie darauf, dass die Melis, und wie gesagt, das wird mit dem nächsten Punkt ein bisschen mehr gestützt, komplett eskaliert unter Hyrule, komplett und damit auch alles hinausbricht und so die Höhen entstehen. Und so kommen wir auch zum letzten Punkt, Nummer 5. Wir sehen ja den Todesberg ausbrechen, aber wisst ihr was? Wir haben ja im direkten Vergleich das Schloss vor uns rumfliegen und ihr seht, was unten raustritt. Das ist auch die Melis und jetzt vergleicht das mal. Die Struktur ähnelt eher dem, wie es unter dem Schloss ist und auch farblich finde ich es wirklich sehr, sehr passend. Zumal ein Vulkanausbruch hat meistens auch noch sehr viel mehr Magma und auch sehr viel mehr Rauch. Und genau so etwas kann man da nicht sehen. Ich finde, die Struktur passt einfach vorne und hinten nicht. Was dann aber auch wiederum bedeuten würde, dass die Melis komplett unter dem gesamten Land ist und wenn man auch noch überlegt, wie groß der Durchmesser eigentlich ist vom Krater, da muss das wirklich schon massiv sein und ich frage mich, was mit dieser Art von Ganondorf dann los sein muss, dass da so eine überwältigende, wirklich abartige Kraft entsteht. Weil ganz ehrlich, wenn da eine Kreatur verantwortlich sein soll, dass das gesamte Gebiet verseucht ist unter Hyrule, dann kann man davon ausgehen, dass die Höhlensysteme die pure Hölle werden.
Und ich glaube auch, dass dadurch wir wirklich das Allerschlimmste sehen werden. Also wirklich, das wird, glaube ich, der enormste Ganondorf überhaupt. Das wird die Höllenkreatur schlechthin. Wir sind ja alle davon überzeugt, dass Skyward Sword und Twilight Princess definitiv eine immense Rolle spielen werden. Und ich gebe zu, ein Kopf ist definitiv nicht so schlau wie Hunderte oder gar Tausende in dem Fall hier. Also lasst uns doch einfach mal diese Chance jetzt nutzen. Jeder, der hier ist, ist irgendwie süchtig nach dem neuen Zelda, ist generell irgendwo in der ganzen Zelda-Lore vertieft und hat die Spiele gespielt. Und jedem fällt immer was anderes auf, jeder denkt anders und so können wir was rausfinden. Also, daher meine Frage einfach mal an euch. Ist euch noch irgendeine Verbindung zwischen Twilight Princess und vielleicht den Trailern jetzt aufgefallen, so dass wir das vielleicht noch ein bisschen mehr herausfinden können, was da vor sich geht? Weil dann würde ich gerne mal ein Video machen, wo ich euch mit einbinde. Dann gehe ich mal gerne die Kommentare durch. Ich beantworte auch zurzeit alle Kommentare, die unter der Analyse gekommen sind. Das sind aber so viele, dass ich kaum hinterherkomme. Und auch wenn ihr selber mal Theorien habt, schreibt mir die auf Discord. Also wie kommt auf den Discord-Server, wir haben dort einen Bereich, der heißt Eure Theorien. Postet eure Theorien, ich gehe die irgendwann immer mal beim Essen gehen durch. Und wenn da wirklich geile Sachen bei sind, dann nehmen wir die auf jeden Fall auf und ihr werdet eure Credits dafür bekommen. Also ihr werdet dann halt im Video erwähnt, er hat zum Beispiel den Vorschlag gemacht. Also haut einfach mal raus und wir schaffen das geilste Video ever. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal in die Beschreibung rein, da sind ein paar Links. Wir haben mittlerweile einen Merchandise-Shop mit Zelda-Stuff und Genshin-Stuff aufgemacht. Und auch wie gesagt, der Discord-Server steht für jeden offen, für jeden, der Zelda-süchtig ist und auch Mega-Würmer aus A Link to the Past spammen möchte. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.